Und jetzt sind die Spanier schon wieder im Angriff. Und den hat er bei Navajo abgeguckt. Der Floater. La Bomba Junior. Der kleine Navajo, ja. Ist auf einem guten Weg. Und da soll man jetzt nicht versuchen, irgendwas schlecht zu machen. Über drei. Über die gesamte lange Garde der Türken. Josep Perez macht das Halbfinale hier. Ja, die Spanier versuchen jetzt die letzten beiden Angriffe schon Hernan Gomez in Szene zu setzen. Beim letzten Angriff mit dem Foul und jetzt mit dem Handball, das ist natürlich... Wir gehen gleich nochmal ein paar Statistiken durch, aber sehen jetzt erstmal Job, schön, von oben, Druckwurf, Korbleger, par excellence. Und der Pass kam von wem? Natürlich von Perez, dem überragenden Mann der ersten Halbzeit. Aber zu den Statistiken gleich nochmal. Jetzt erstmal der Floater als Gegenantwort von den Türken, die Nummer 10, Mitican Bürsin. Ja, das war schon ein schöner Dank. Ne? Also in dem Alter konnte ich das, glaube ich, noch nicht. Und Perez hat alles im Griff hier. Und Job mit Ablauf der 24 Sekunden Uhr. Hätte auch nach rechts rauspassen können. Ich dachte erst, er hat zu lange gewartet, aber sich gut durchgesetzt. Ja, Perez hat erst zu lange gewartet, auf Job zu spielen, und Job hätte dann sicherlich den freien Wurf auch anspielen können. Hat am Ende alles richtig gemacht, ne? Der trifft da drin? Genau. Taifun Erökü. So, der Name ist mir definitiv zu schwer. Ab jetzt den ersten Spitznamen. Taifun. Nennen wir ihn Taifun. Aber auch hier schön gespielt. Ne? Ein Dribbling rein und einen Freimann gesucht und gefunden. Schön gespielt, von der Nummer 14 durchgesteckt. Auf. Wieder das hohe Pick and Roll. Und der Wurf aus dem Dribbling. Und jetzt Peric mal Nutznießer. Der Anspiel, die er die ganze Zeit gegeben hat, reinziehen, rauspassen, tut er nicht. Und schöner Tipp in, fast mit der Sirene für die Spanier. Javier Marin zum 57-64. Schönes Pick and Roll. Auch schön gefinisht am Ring. Trotz, obwohl den wollte er eigentlich stopfen. Hat ihn so ein bisschen aus der Hand verloren, aber ja, holt er gleich noch nach. Und jetzt die Spanier. Drehen auf in der Verteidigung. Und das Auszeit der Türken. In dem Moment, wo der Sechser den Fehlpass macht und auf ihn zurennen, muss er ihn faulen. Damit er Und da ist er. Den war er uns noch schuldig. Da geht er echt über die Jungs rüber. Ja, das ist... Job einmal, jetzt er noch. Das ist schon, ja, das macht schon Spaß. Seis mit dem Dunking. Das ist natürlich, auch wenn es nur zwei Punkte sind, aber jetzt erst der Fast Break Dunking, jetzt nochmal. Das sind natürlich auch Statements davon lässt. Und jetzt der Handwechsel in der Luft. Also, wenn die Türken sich hier nicht ganz schnell was einfallen lassen, dann kann das hier ganz, ganz schnell entschieden sein. Das waren jetzt drei Aktionen, wo die Spanier wirklich mal... Hier sehen wir nochmal den Dank. Währenddessen... 7 Sekunden noch auf der Shotclock. Schönes Anspiel. Eigentlich 20 Sekunden lang richtig gut verteidigt. Während wir hier nochmal den Dreier von den Türken links aus der Ecke eben gerade sehen. Aber sitzen auf 9 Punkte. Perez... Ganz schwieriges Ding. Der war stark. Gezogen bis zur Baseline. Und dann aus der Not. Und jetzt lassen sie wirklich runter ticken. 90-76. Die Spanier gewinnen das erste Halbfinale und stehen damit als erster Finalist für den morgigen Tag fest. Ein verdienter Sieg. Du hast gesagt, zwei herausragende Spieler, aber einfach eine gute Teamleistung. Wirklich eine gute Teamleistung. Also spektakuläre Dunkings von denen, die nicht...
Albert Homs auf der 3, Javier Marin auf der 2 und Juan Sebastian Seis auch am Brett. Gucken wir auf die Serben. Auf dieses Duell freuen wir uns ganz besonders. Point Guard Position mit der Nummer 4, Nikola Radicevic, der überragende Spieler gestern gegen die Deutschen. Auf der 2 Marko Guduric, auf der 3 Zvorovic, auf der 4 Milutinov, auch einer der dominanten Big Men dieses Turniers, und auf der 5 Knežević. Auf geht's und Perez. Unwiderstehlich, der kleine Aufbauspieler, ist schön anzusehen. Ist wirklich schön anzusehen, also wirklich mit einer Leichtigkeit auch. Ja? Es sieht ganz genau, es sieht nicht aus, als ob er dafür arbeiten muss. Und der Spiel, sehr schön. Die Spanier gehen hier in Führung durch den Fastbreak von Javier Marin. Hohe Schule ist Basketball. Schönes Anspiel auf Seis. Die Big Men im Zusammenspiel. Hernan Domes auf Seis. Mit dem Pass hat, glaube ich, keiner gerechnet. Aus der Hüfte. Natürlich das Spiel bei Hernan Gomez. Schöner Durchstecker auf Seis. Nimmt den Kontakt auf, geht an die Linie. Chance zum Dreipunktspiel. Das ist mir am Hernan Gomez aufgefallen. Marin beruhigt das Spiel und jetzt Job. Hat er da Low-Post-Bewegung? Ja, lass mal durchgehen. Schön sich mit dem Mann rumgedreht, die Ruhe behalten und das Ding reingemacht. Ohne dabei den Arm zu... Die Serben ist wichtig, dass Hernan Gomez nicht irgendwie groß ins Spiel kommt. Oh! Mit Ansage. Der Hernan Gomez, oder? Hallo, hallo, ist dieses Mikro an? Können Sie uns hören? Ja, das ist natürlich... nicht geplant gewesen, denke ich. Ja, die Serben sind sehr ruhig und ein bisschen, fast ein bisschen behäbig in der Offense. Ne? Und der 13er, noch eine Täuschung. Ja. Aber spielen sich schon gute Wurfsituationen raus. Ja, mit dem Pick and Roll für die Seite. Ein Crossover. Solide gemacht von Albert Horms. Und die Serben reagieren, nehmen Auszeit. Spanier können sich ein bisschen absetzen. Ne? 18 zu 13 jetzt für die Spanier. Hier sehen wir nochmal den letzten Korb von Homs. Spanier versuchen es von außen und Job mit dem Putback dann. Ja, da ist er gefährlich am Korb. Da muss man ihn einfach von fern halten. Nicht der Spieler, den man jetzt 10-mal im Spiel den Ball mit dem Rücken zum Korb gibt, sondern einer, der Durchstecker verwandelt und zum Rebound geht. Noch nicht, denke ich mal. Letzten Sekunden des ersten Viertels. Serben können nicht ganz ausspielen, ist auch nicht notwendig. Rebic. Und die Spanier, schöner Drive. Und großartig mit der Schlusssirene. Noch das Ausrufezeichen gesetzt. Immer die Uhr im Auge behalten und dann schön mit Abschluss des ersten Viertels. Alp, nehmen sie ganz knapp. Oh, schönes Anspiel, schöner Cut. Oh, alles richtig gemacht, aber dann das Ding nicht reingemacht. Assist-Killer. Aber Job räumt den Abfall weg. Ah, der war schon stark, als der Holmes da hochgesprungen ist und das Ding nochmal. Die Serben sehr sicher jetzt. Schön durchgesetzt, Javier Marin. Ja, ich glaube, die Serben können irgendwie ihre Außenspieler nicht halten. Ne? Die kommen irgendwie mit Penetration zum Korb oder finden einen Weg, den Ball irgendwie an Korbleger zu verwandeln. Und von hinten gepflückt. Der Linkshänder beim Wurf. Spanien guckt kurz, aber Serbien schnell genug zurück. Schon neu formiert in der Defense. Pick and Roll mit. Nein, gar nicht. Isolation haben wir ganz wenig gesehen. Schön gelöst. Ganz von geduldig. Von Albert Homs. Ganz geduldig, ja. Noch 10 cm rein in die Zone und dann nochmal einen schönen Step-Through. Einen Schritt an ihm vorbei und macht das Ding rein am Ende. Das haben wir ja gestern
Und Milutinov schön durchgesteckt. Und Job ist aber da. Dazu sagen wir nichts mehr zu dem Foul. Aber schöner Block von Job. Oder? Also sein Gegenspieler spielt den Pass. Schönes Einspiel hinterm Rücken, Kontakt aufgenommen. Möchte der serbische Trainer noch Schrittfehler sehen, aber zwei weitere Punkte für Herrn Radicevic. Radicevic hier in der Defense gegen Marin. Schönes Anspiel raus auf Albert Homs. Also wesentlich besserer Start für die und Perez bis auf die andere Seite an der Baseline rausgekommen, Ball gekriegt. Bingo! Ja, sehr geduldig gespielt, ja, gewartet, nicht irgendwie hektisch geworden, sondern wirklich auf die Chance rausgespielt. 6 Punkte bisher, nicht so. Und Fehlpass von den Serben. Schönes Anspiel von Holmes. Und wenn ich vorhin gesagt habe, dass er nur die unspektakulären Dinge macht, dann vergessen Sie das bitte. Ja. Was natürlich nicht geht, Radicevic, der nicht zurückgelaufen ist. Ja, das denke ich, sieht man nicht gerne, dass er auf der anderen Seite sich aufregt, dass der Ball nicht angekommen ist. Wessen Fehler das war, ist erstmal egal, sondern Priorität ist zurücklaufen. Und wenn er vielleicht da gewesen wäre, wäre dieses Anspiel auf Seitz gar nicht möglich gewesen. Und die Serben mit dem nächsten Dreierversuch durch Luka Andusic, wenn ich richtig gezählt habe, sein dritter mittlerweile. Während wir hier nochmal den Pass von Homs sehen. Ziel vom Flügel. Schön nachgegangen von Job. Ja, das ist der Nachteil, ne? Wenn die kleinen Leute ihre Pick and Roll. Oh, da den auf den falschen Fuß erwischt. Radicevic kommt nicht mehr hinterher und die Halbzeit ist zu spät. Ja, wenn der jetzt den Ball kriegt und sofort den Ball auf den Boden bringt und versucht irgendwas für sich selbst zu kreieren, sondern er guckt wirklich für die Mannschaft. Und Homs wird hier mehr und mehr zum tragenden Spieler. Hat jetzt auch verschiedenste Aktionen, da ganz freies Einspiel auf Ristic. Da hat die Verteidigung gepennt, der Spaß. So, Two-Man-Game mit Hernan Gomez. Alle machen den Weg frei. Hernan Gomez gegen Ristic jetzt. Schöne Drehung. Wow. Ganz schnell auf der Stelle gedreht und dadurch den Verteidiger aus dem Gleichgewicht. Will ich nicht ausschließen, ne? Und Perez. Und auch in der Defense sieht Radicevic irgendwie ein bisschen platt aus. Hier auch wieder. Es war keine großartige Täuschung, einfach rechts. Jetzt keine Krampentruppe, da muss jetzt ein bisschen was passieren. Radicevic. Drive klappt immer noch. Das dritte Mal. Das dritte Mal, dass er gegen Job zieht und das Ding macht. Der steckt dem Job. Ein bisschen unruhiger werden. Radicevic. Und wieder zwischen den beiden lange, zwischen Job und Hernan Gomez durch. Also die Tatsache, dass er heute nicht so gut von außen trifft. Damit Homs, ja. Für mich heute der Spieler der Spanier bis jetzt. Ja, Perez konnte jetzt offensiv noch nicht so auftrumpfen und Homs übernimmt das so ein bisschen, ne? Und das, was er auch in der ersten Halbzeit sehr gut gemacht hat, er arbeitet eben zum Korb. Er verlässt sich nicht nur auf seinen Wurf von außen, sondern Ristic mit links. Schöne Bewegung, gar nicht versucht, irgendwie noch näher ranzukommen, sondern wirklich schöner linker Haken. 10 Punkte. Ja, aber die Spanier halten das so auf 10 Marino, Punkte. Schönes Einspiel auf Seis. Auch eine schöne Bewegung. Ja, wirklich. Aber wenn sie nur Körper austauschen, werden die Serben nicht. Siebener, der wirklich ein sehr, sehr guter Dreierwerfer ist, jetzt leicht noch eine Option. Oh, Perez, das hat er gehört. Und da freut er sich. Ja, das ist natürlich auch Spielfreude, ne? Dreier gegen im direkten Duell gegen die Bank. Geht das große Feiern los. Die letzten Sekunden. Ja, Sekt gibt's nicht, aber Wasser. Und jetzt ist es offiziell. Spanien. Ganz ruhig, Jungs. Spanien gewinnt das Albert-Schweizer-Turnier 2012.
geführt von Albert Horns, der heute hier gerade in der zweiten Halbzeit das komplette Paket gezeigt hat, von außen, von innen Pässe gespielt hat. Und ich denke, übers Turnier gesehen, der verdiente Sieger. Denke ich auch. Also die haben wirklich eine sehr, sehr starke Leistung gezeigt. Selbst wenn es mal eng wurde oder selbst wenn sie mal ein bisschen in Bordurie kamen, haben sie trotzdem große Qualität bewiesen und verdiente Sieger. Aber die Serben sind auch kein schlechter Zweiter, muss man einfach mal sagen. Und wenn wir uns jetzt anschauen, wir haben Spanien, wir haben Serbien, wir haben Türkei und dann Deutschland und dahinter Mannschaften wie Frankreich und Italien. Das ist ordentlich, da müssen sich die Deutschen auch nicht verstecken. Ja, bei den Deutschen war ja sicherlich auch noch ein bisschen mehr drin, aber Basketball ist eben ein Spiel, wo Kleinigkeiten Dinge entscheiden und das war bei den Deutschen dann der Fall.